Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hallo, hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Mavi-Länder. Heute gibt's mein What I Got for My Birthday. Ich hatte nämlich Geburtstag und ich mache ja immer ein Haul, was ich geschenkt bekommen habe. Ja, ich zeige einfach mal alles. Und das sind die Geschenke von meinen Eltern, von Oma und Opa, von meinen Brüdern. Ich habe die so in den Wäschekorb gepackt. Sieht nicht besonders schön aus, wie ich das hier angerichtet habe, aber ich zeige es euch alle gleich mal. Und ja, ich bin sehr dankbar für alles, hat mich sehr gefreut darüber. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem coolsten. Ich glaube, es ist eines der coolsten Geschenke, weil ich habe so eine Lampe bekommen von Ikea und es ist gleichzeitig eine Box. Sie steht hier, ich zeige sie euch mal. Sie hat unten hier diese Box, seht ihr? Und dann... Warte, jetzt müssen wir eben die Fernbedienung holen. Dann kann man die anmachen. Und man kann sogar das Licht wechseln, also man kann pinke Farbe auch machen oder blaue Farbe. Ich nehme es immer pink. Das ist pink. Und der Sound davon ist so gut, ich habe es gerade eben ausprobiert. Also ich finde das echt cool. Ich hatte vorher keine Box in meinem Zimmer. Ich habe immer Musik über mein Handy gehört und davon war der Sound halt so schlecht. Und man kann es natürlich auch dimmen. Also ich kann es so dunkler machen oder heller machen. Und ich habe auch eine mega coole App, die heißt Audible. Und darüber höre ich mir meine Hörbücher oder auch meine Podcasts. Also ich habe da wirklich eine riesengroße Auswahl. Man kann Hörbücher hören, wirklich von fast allen Büchern, Podcasts, Comedy-Sachen oder auch Hörspiele. Und ich höre gerade von Colleen Hoover für immer einen Teil von dir. Und manchmal bin ich einfach zu faul, die Bücher selber zu lesen und dann höre ich halt lieber zu. Ich verbinde das mal ganz kurz mit meiner Lampe hier, dann kann ich euch mal das abspielen, eine Hörprobe davon. Kann man so schön gemütlich im Bett liegen oder auch zum Einschlafen, dann kann man das schön sich vorlesen lassen. Als davon die Rede war, ist er mehrere Meter vom Auto weggekrochen, habe ich angefangen zu summen, weil ich mir die Ausführungen des Staatsanwalts nicht... Ich bin total der Hörbuch-Junkie geworden durch diese App, weil man kann hier zum Beispiel auch einen Timer einstellen, zum Ende des Kapitels oder 10 Minuten, 15 Minuten und dann hört das halt auch vorzulesen, wenn man dann einschlafen will. Das mache ich immer, weil sonst spielt ihr das ganze Buch ab und dann verpasst man die Hälfte. Das fand ich voll praktisch und man kann es dann auch offline und online hören. Also wenn ihr zum Beispiel im Flugzeug seid, das mache ich immer, dann lade ich mir einfach ein Hörspiel runter und dann kann ich es auch offline hören. Und das Tolle ist, die Hörbücher, die ihr runtergeladen habt, die gehören euch dann auch für immer. Also die können nicht mehr weggenommen werden, wenn ihr zum Beispiel auch mal die Mitgliedschaft dann kündigt. Dann habt ihr trotzdem noch die Hörbücher und könnt die weiter anhören. Und Leute, es gibt jetzt auch ein kostenloses Probeabo. Also ihr könnt 30 Tage lang einfach Audible mal kostenlos testen. Und ich habe auch ganz viele neue Sachen gefunden, die mich so vorher nicht so wirklich interessiert haben. Aber jetzt höre ich Podcasts über ganz verschiedene Themen. Und ihr geht auch gar kein Risiko ein. Also ihr könnt Audible auch jederzeit kündigen. Aber ich glaube, es gefällt euch sehr gut. Und falls ihr es dann danach weiterhören wollt, dann kostet euch das auch nur 9,95 € im Monat. Und ja, ich würde sagen, ich packe den Link mal unten in die Infobox rein. Dann könnt ihr mal da draufklicken. Dann kommt ihr auch schon zum kostenlosen Probeabo und ihr könnt ja auch mal reinhören und schauen, was euch da so gefällt. Okay, machen wir weiter. Da habe ich auch so ein Glossy bekommen. Ich habe mich so darüber gefreut. Wartet. Einmal diese Glossy Solution. Also es ist wie so ein Toner, glaube ich. Das macht man auf so einem Wattepad und dann macht man es ins Gesicht. Und meine Eltern waren ungefähr Glossier, als wir in London waren, weil das war schon da, wo ich mir noch gekotzt habe. Aber so habe ich es dann zum Geburtstag bekommen. So sieht es aus. Einmal das. Und dann noch den Cleanser. Das finde ich auch voll cool. Also die Sachen sehen auch voll schön aus. Ich muss es auf jeden Fall mal austesten heute Abend. Den Face Wash auch. Als nächstes habe ich die Hose hier bekommen. Guck mal, die sieht so cool aus. Warte, ich stehe mal auf. Die hat so Sterne hier drauf und die ist aus so einem Strick. Und ich finde, die ist so schön. Die ist von The Perfect Moment. Das ist eigentlich so eine Skimarke. Und ich finde, das ist so eine Hose, die ist so Jogginghose, aber die sieht trotzdem irgendwie so schick aus. Wisst ihr, dann kann ich die auch irgendwo anziehen, wo ein Schicker hingeht. Und ja, ich liebe mein Outfit mit der Hose heute. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Und das heißt einfach Christmas at Tiffany's, weil ihr wisst, ich liebe Tiffany's. Und ist auch in der Tiffany-Farbe. Ich zeige euch mal das Cover, das sieht so schön aus. Mit den Schneeflocken da drauf. Ich glaube, da geht es so um eine, die bei Tiffany's arbeitet und dann passiert da irgendwas? Ich habe noch nicht reingelesen. Aber ich finde, es sieht trotzdem schön aus und ich fand es halt irgendwie lustig, weil es heißt Christmas at Tiffany's oder wie in diesem Film Breakfast at Tiffany's. Dann habe ich als nächstes, wo mache ich weiter? Oh, das hier geschenkt bekommen. Ein Set von Jisoo oder Gisoo. Das auf jeden Fall kennt ihr doch bestimmt alle, dieses Hair Oil von Jisoo. Ich sag mal Jisoo. Jisoo hört sich doof an. Das sind halt so die Minis, dann kann man das erstmal testen, wie es ist. Ich finde es cool, dann kann man nämlich, wenn man so Sachen gut findet, die noch in der großen Size holen. Was habe ich als nächstes in meinem Wäschekorb?
ein Sporttop von Gymshark. Ich liebe diese Sport-Brass-Tops von Gymshark. Ich hatte nämlich noch keins in dunkelblau. Und es hat hier vorne noch so eine Naht. Ich finde, sieht ja voll schön aus, wenn das so ein bisschen zusammengezogen ist. Und hinten hat das Überkreuzeträger. Und ich liebe Überkreuzeträger. Ich finde, das sieht immer voll schön aus dann. Die kann ich dann auch zum Turnen anziehen. Also die sind echt perfekt für Workouts. Ich finde das auch so ein bisschen Netzstoff. Und dann habe ich auch noch von Gymshark bekommen. Wartet. Socken! Und das sind so ein paar längere, dickere Socken. Auch wenn ich dann so Leggings anhabe oder zum Turnen gehe, kann ich die über meine Leggings anziehen. Und dann wird das Gymshark-Logo drauf und sind halt mal so ein bisschen dicker und wärmer. Ja, nichts Besonderes. Socken halt. Aber habe ich mich trotzdem sehr darüber gefreut. Und dann habe ich Schuhe bekommen von Converse. Neue Converse. Ich habe nämlich schon so lange überlegt, ob ich mir Plateau Converse holen soll. Jetzt habe ich hier zum Geburtstag bekommen. Das ist kein richtiges Schwarz und es ist eher so ein grau-schwarz. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera, aber ich finde die Farbe ist halt voll schön. Und mit dem Plateau fand ich auch was Neues, weil ich habe auch immer so Hosen, zum Beispiel die auch, die gehen so bis über meine Füße und dann hängen die Hosen nicht so auf dem Boden, wenn man dann die Plateaus anhat und so ein bisschen größer ist. Ich hoffe, die sind auch bequem, weil voll viele haben gesagt, dass Plateau unbequem ist. Aber ich bin schon einmal reingeschlüpft und habe es anprobiert und ich fand es gar nicht so schlimm. Also ich fand es eigentlich voll bequem mit dem Plateau. Ich kann auf jeden Fall gut darin laufen. Ich hatte jetzt sicher einen Abend an, dann zu meiner Hose. Ich finde, das passt schon voll gut. Da habe ich schon das perfekte Outfit. Und dann habe ich von meiner Oma und von meinem Opa das hier bekommen. Ich muss mal gerade zusammen suchen. Einmal Dominosteine. Die wurden schon von mir etwas massakriert und aufgegessen. Das eigentliche Geschenk, das ist wohl noch in Deutschland, weil das war zu groß, um das mitzunehmen, leider. Aber wir fliegen ja eh für Weihnachten nach Deutschland, dann kriege ich es an Weihnachten. Und meine Oma hat mir auch noch Schokolade geschenkt mit so kleinen Tannenbäumchen. Und für mein Pandora-Armband habe ich auch noch was bekommen von Oma und Opa. Einer, der ist noch von Mama und Papa, den zeige ich auch mal. Ist hier mit der 16 dran. Ich finde, das ist voll schön, wisst ihr, wegen Sweet 16 und so mit dem Stern. Und dem Glitzer. Ich mache gleich mal mein Armband. Und dann von Oma und Opa habe ich sowas bekommen mit einer kleinen Tasche und da steht drauf, I love shopping. Und ich finde, das ist sehr, sehr passend für mich. Und ich krieg's nicht auf. Wartet. I love shopping. Und hier sind sogar noch so rote Herzen und eine kleine Schleife. Ich mache die dann gleich auf jeden Fall mein Armband. Und ich glaube, es wird jetzt zu lange dauern, wenn ich das in der Kamera mache. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Ich finde es halt cool, dass man dann immer so Erinnerungen hat für das Pandora-Armband. Wisst ihr, dann kann man zum Geburtstag dann immer so welche holen und dann hat man so Erinnerungen an den Geburtstag. Muss die mal schnell wieder hier reintun, sonst fliegen die gleich hier irgendwo rum und ich finde sie nicht mehr. Okay, und dann noch einen Schlafanzug von Jeff Avenue. Und der ist so schön weich. Oh, ist er richtig rum? Ja. Ich wollte eigentlich mal diesen Bademantel haben, der war immer ausverkauft von Jeff Avenue. Und dann hat mein Papa mir den Schlafanzug geschenkt und ich bin mich so darüber gefreut, weil ich finde, der sieht richtig schön aus. Ich hoffe, der passt. Weil das ist Größe S und der ist ein bisschen groß, aber ich denke schon, dass das passen wird. Das ist die Hose. Also schon ein bisschen dünnerer Stoff, aber ich finde das eh schön und ist eigentlich so warm, wenn man schläft. Und dann zeige ich euch noch meinen Skincare-Fridge, den ich bekommen habe. Ich habe den gerade mal ausgesteckt, den habe ich schon aktiviert. Ich finde, das sieht voll süß aus, wie so ein amerikanischer Kühlschrank. Hier kann man nämlich auch mit diesem Henkel das dann aufmachen. Und hier ist dann noch so ein Fach, da kann man Sachen reinstellen. Und ich habe da jetzt schon mal was reingetan. Also hier ist mein Washer. Boah, ich bin so kalt da drin, ne? Und mein Moisturizer und meine Lipmask. Ist halt voll gut, dann ist es immer schön kalt, auch im Sommer. Und ja, freue ich mich sehr drüber, weil das habe ich mir schon ganz lange gewünscht, ein Skincare-Fridge. Da muss ich mich auch nicht immer runterlaufen, wenn ich so Cremes habe, manchmal für Pickel. Die müssen in den Kühlschrank gekühlt werden. Und da muss ich immer runterlaufen, um die drauf zu tun. Jetzt kann ich die hier in meinen kleinen Kühlschrank reintun. Und hier sieht er doch einfach voll cool aus in dem Rosa. Das passt voll gut zu meinem Zimmer. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle Geschenke, die schon hier waren. Also ich glaube, ich bekomme auch noch was, wenn ich dann in Deutschland bin. Auch noch was von Oma und Opa und von meinen Brüdern. Wenn mein einer Bruder war jetzt gar nicht hier, dann wäre es ein bisschen doof gewesen. Und dann habe ich auch noch, was wollte ich euch auch noch zeigen, Blumen bekommen von meinem Management. Und da habe ich auch so dran super gefreut. Ich werde versuchen, ihnen jeden Tag Wasser zu geben, damit sie schön lange halten. Weil ich finde, die sehen voll richtig, sehen richtig schön aus. Okay, und das war es jetzt mit meinem Video. Denkt dran, ich würde mich voll freuen, wenn ihr mal unten in die Infobox guckt. Da verlinke ich euch Audible, da könnt ihr das kostenlos 30 Tage lang testen. Also finde ich auch voll gut für die Weihnachtsferien, falls ihr da was hören wollt und so. Und dann könnt ihr es mal ausprobieren, ob es euch gefällt. Und ja, wie gesagt, der Link findet ihr unten, wie immer. Und das war's mit meinem Video. Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Geschenke. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Mal wieder. Bye, bye!